Ein flauschiges Hallo an alle plüschigen Yoshi-Freunde da draußen. Ja, wir sind in Welt 5 von Yoshi's Story. Nee, nicht Yoshi's Story, jetzt fängst du komplett durcheinander an. Nee, wir sind hier in Yoshi's Woolly World, wer hätte es gedacht? Und betreten Level 5-7, Frust auf dem Frostlift. Das hört sich schon mal sehr spannend an. Wir haben schon wieder so viele, wir haben so viele scheiß viele Juwelen, dass wir direkt mal dieses Level betreten können und uns keine Sorgen machen müssen, dass wir irgendwas übersehen könnten, weil das ja in den ganzen Parts davor auch nicht der Fall war. Nee, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, seitdem ich wirklich diesen Trickanstecker nutze, finde ich noch deutlich weniger als sonst. Okay. Ja, aber ansonsten ist ja alles möglich. Wie soll ich denn da hochkommen? Kommt Yoshi da hoch? Habe ich das gerade so richtig gesehen? Ich probiere das nochmal. Nee, der kommt da nicht hoch. Okay, das ist schon mal deutlich interessant. Soll ich vielleicht den Block da oben abschmeißen? Das probieren wir direkt mal aus. Ja, okay, die Route von der Plattform hat sich geändert. Und das schaut schon mal nicht so gut aus. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses eine Level. Boah, ich weiß jetzt nicht, wie es hieß. Ein Level aus Yoshis, ich habe zu viel Yoshi gespielt, das ist einfach der Grund, aus Super Mario World. Da gab es ja auch so ein Level, da gab es viele Kettensägen auf so einem Weg und, wobei, da waren, glaube ich, weniger Kettensägen, da waren mehr solche Fuzzies und die haben schon deutlich genervt. Also, meine Güte, die waren so richtig nervig an der einen Stelle. Kann man sich vielleicht vorstellen? Okay, ist nicht auf Zeit. Das höre ich immer so schlecht, wenn da irgendwas mal auf Zeit sein sollte, von daher... Scheiße. Okay, ich muss direkt nach oben. Aber das macht jetzt auch nicht so viel aus, wenn ich da mal was nicht treffe. So. Wichtig ist, dass der überhaupt trifft. Falls ich da irgendwie mal, ja, ich glaube, wenn ich hier in der Mitte stehe, würde er dann immer noch so dieselbe Route beibehalten, dann müsste die Plattform ja eigentlich runterfallen. Also das wäre ja nur logisch. Okay, ich habe noch nicht ganz so raus, wie die Plattformen hier funktionieren, aber ja, so im Groben weiß ich es ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die Pinguine auch auf die Gegner schleudern kann. Okay, hier gibt's nichts. Hier brauchen wir nicht jeden einzelnen Juwel mitnehmen. Ja, okay. Die letzte Aufnahme ist wieder ein Tag her. Da kann ich doch bestimmt drauf. Ja, hier kann ich drauf. Nur eine weitere Frage ist, ob wir hier noch mehr finden, als einfach nur dieses, du kannst da drauf. Hier können wir jedenfalls nicht rein. Okay, ich gehe lieber auf die andere Plattform. Das ist mir hier ein bisschen zu schwierig. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass das jetzt eine weitere Aufnahme nach der letzten ist. Also nicht direkt im Anschluss, aber ja. Die letzte Aufnahme fand tatsächlich 24 Stunden zuvor statt. Ah, okay, ich kann die damit treffen. Ja, und in diesen vier... Ich habe ja schon vor 24 Stunden gesagt, dass ich da nicht so ganz gut drauf war. Ich hatte so leichte Kopfschmerzen. Irgendwas sagt mir, dass ich das hier so rumdrehen soll. soll ich's? Ich war. Ja, warte mal, ich kann das nicht so wagen. Okay. Vielleicht bin ich jetzt leicht überfragt. Wer weiß. Okay, machen wir es mal so. Ja, okay, da oben finden wir dann auf jeden Fall was. Ja, und mir ist jetzt so aufgefallen, gut, es geht dir deutlich besser als gestern. Ich weiß nicht, was da los war. Klar, ich war krank, das war schon irgendwo klar. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nicht mehr so viel Kopfschmerzen. Ich hätte gestern schon deutlich mehr Hatte ich gestern Kopfschmerzen? Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht mehr, da müsste ich nochmal selbst nachgucken, ob ich das gesagt habe. Wäre natürlich interessant, wenn ich das jetzt, wenn ich natürlich keine Kopfschmerzen hatte, würde mich ehrlich gesagt auch ein wenig wundern. Ja, also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie mal was von Kopfschmerzen gelabert habe. Okay, da kann ich etwas hochschmeißen. Ich bin ja immer noch so ein bisschen vorsichtig, was jetzt die einzelnen Geheimnisse angeht. Hier zum Beispiel, das hätte ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht so schnell gefunden. Wer weiß. Aber ich hätte das natürlich eher überprüft. Wenn ich das natürlich so gespielt hätte, kann ich hier noch irgendwas machen? Da oben ist auch etwas. Schmeiße ich es mal ab. Da gibt es ein paar Herzen für. Okay, dann wollen wir mal den Bullet Bill aufreißen. Ah, es gibt auch Feuermelonen hier. Ja, ansonsten, ich hatte mich auch gestern über meinen Bauch beschwert. Der hat sich wieder gebessert. Ich hatte so das Gefühl, ja,
Du musst die ganze Zeit auf Toilette, du hast so einen komischen Druck auf deinem Bauch, du musst jetzt erstmal eben wieder hochkommen. Au, hey, nicht nerven. Ja, so am besten. Okay, da brauche ich ein bisschen mehr Feuer für. So, vielleicht können wir die Melone ja wieder zum Spawn bringen. Ja, auf jeden Fall, ist jetzt einiges besser. Es ist deutlich besser als gestern. Das bereitet mir natürlich hier an der Stelle auch viel mehr Freuden. Freude? Freuden. So, wo ist denn jetzt hier die Feuermelone? Ich würde sie trotzdem gerne haben. Gibt's hier keine mehr? Habe ich sie schon verbraucht? Ist das nur so eine einmalige Feuermelone? Das glaube ich aber irgendwo nicht. Normalerweise tauchen sie immer wieder auf. Ja gut, dann müsste ich mich jetzt wahrscheinlich umbringen, ne? Wenn ich das jetzt so arg verkackt habe, zurück komme ich ja auch nicht mehr. Kann ich da irgendwas mit den großen Eiern aufbrechen? Nee. Vor allem frage ich mich, wie ich das machen sollte. Irgendwie vielleicht erst oben, dann da lang und dann irgendwie von der anderen Seite. Gut, dann probiere ich das jetzt mal aus. Ich werde mich umbringen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, dann habe ich es auf jeden Fall dumm angestellt. Es sei denn, es gibt hier nochmal eine gute Melone, aber nö. Das will man mir natürlich nicht so erleichtern. Komm, bring mich um. Bullet Bill. Bist ein nettes Schätzchen. Komm. Fall mir in den Rücken. Du elendige Kugel. Ja. Kann ich sonst noch was sagen zu meiner Krankheit, die jetzt so, ja, die war ja wirklich, ja, die mich so krank gemacht hat. Meine Güte. Da war ich ja wirklich auf 180. Aber bei den Pinguin hätte ich auch nutzen können, um hochzukommen. Wäre vielleicht sogar klüger gewesen. Aber der Bullet Bill, ja, der ist jetzt auch nicht unbedingt zickig, was das angeht. So, ich mach mal den hier. Dann spare ich mir da unten einen auf. Wobei das jetzt eigentlich auch nicht von Belang ist. Zack. Ja. Aber ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Das ist auch so ein Ding. Wenn man krank ist, da kann man echt die ganze Nacht nicht schlafen. Also gerade wenn man irgendwie Durchfall hat oder irgendwie sowas. Ja, man hat die ganze Zeit das Gefühl, du musst oder man muss oder ich muss. Ich muss ja eigentlich. Wow, ich kann dich nicht fressen. Also das, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich alle 2 Stunden, sag ich mal, aufgeweckt werde und auf die Toilette rennen muss. Ja, das ist ein wundervolles Gefühl. Das glaubt mir jetzt bestimmt jeder. Ja, hatte bestimmt jeder schon mal, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute die gibt. Scheiße. Dass es scheiß Leute gibt, die so wirklich Erfahrungen mit Kranksein noch nie hatten. Wenn man wirklich. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Nee, also. Irgendwann wird jeder mal krank. Und jetzt komme ich da nicht hoch, oder wie? Och nö, ne? Da brauche ich wieder einen weiteren Block. Das ist das Traurige. Ja, wobei, kann ich euch nicht hier irgendwie... Ich kann ja schon mal den hier machen, ne? Haha, den kann ich schon mal machen. Aber das bringt mir natürlich gar nichts. Ah! Wäre natürlich schön, jetzt diese Feuermelonen-Dinger zu haben. Diesen... Ihr wisst schon. Ach, guck mal, da kann ich mir ja sofort umbringen. Was? Ja, hier bringen die Stacheln mich auf einmal überhaupt nicht sofort um. Was ist das denn? Ja. In Yoshi's Island ist es doch auch so, dass man sofort an Stacheln stirbt, aber hier nicht, oder wie? Ich habe es ausprobiert. Da ist Yoshi auch sofort gestorben, aber jetzt plötzlich denkt er sich, ja, ist ein Eislevel, da kann man ruhig mal ein bisschen chillen. Da muss er nicht sofort auf die Nüsse bekommen, oder? Hau ab. Ich brauche auf jeden Fall diese Wunderwolle. Ah, okay, sind wir zum dritten Mal hier an der einen Stelle und versuchen uns irgendwie an diese eine Blume heranzuwagen. Meine Güte, die macht aber auch viele Probleme. Ja, ansonsten... Ich komme immer wieder auf dasselbe Thema zu sprechen, wenn ich diesen Ort sehe. Wenn ich an dieser Stelle bin. Weil ich mich einfach schon daran gewöhnt habe, dass das jetzt die Stelle ist, wo ich die ganze Zeit oder wo ich unbedingt über meine Krankheit reden muss. Meine ziemlich schlimme. Ach... Einmal nach oben. Einmal nach da. Am besten jetzt nochmal dahin. Das schaut zum Beispiel ziemlich gut aus.
Dann weiß ich jetzt nicht, ob da drüben noch was ist. So, ich müsste das jetzt eigentlich so machen, dass ich den hier raushole und als Trampolin nutze, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. So ist es auf jeden Fall möglich. Ja, natürlich muss da auch noch ein Stempel sein. So dreist, wie die Entwickler waren. Okay, aber dann habe ich ja wenigstens die Blume. Ist schon ein bisschen kniffliger, an diese Blume dran zu kommen. Man braucht wirklich so ein bisschen... Ja, an der Stelle braucht man wirklich eine Strategie. So, was ich da sonst sowieso nicht habe. Weil ich einfach frei nach Nase irgendwas anfange und dann sowieso irgendwo festhänge. Das ist typisch. Okay. Ja. Also dementsprechend konnte ich natürlich auch die ganze Nacht nicht schlafen. Nein! Die ganze Nacht nicht wirklich richtig schlafen. Das waren einfach Qualen, die mich die ganze Nacht geprägt haben und... ja. Ich war heute auch nicht sonderlich wach. Und dazu kam ja auch noch, dass ich, als ich aufgewacht bin... da ich dann diese komischen Schmerzen... Ja gut, es waren jetzt keine komischen Schmerzen, aber es waren halt Schmerzen am Rücken. Es waren Rückenschmerzen, die ich dann bekommen habe, weil ich einfach so schlecht geschlafen habe. Meine Güte. Es ist unbeschreiblich. Und jetzt kriege ich direkt drei Wunderwollen hintereinander. Das ist wundervoll. So, wundervoll, wundervoll. So, wir können auch direkt mal die Lakitus... Ach, Lakitus. Die Bullet Bills nehmen. Ich muss da jetzt aber nicht lang. Okay, der richtige Weg ist links. Da habe ich auch schon fast dran gedacht. Da habe ich auch nicht dran gezweifelt. Natürlich, oh, Kaizo-Mario-Sprünge. Ja, das ist geil. Ey, das ist geil. Da haben die Entwickler mal Ahnung von Stil. Ach komm, mach's einfach so. Da habe ich jetzt nicht so die Böcke drauf. Ich schaue mich hier nochmal um, ob das jetzt vielleicht nochmal etwas ist, was ich brauche. Ist aber nicht so. Dann lasse ich mich mal hier runterfallen. Mit einer stylischen Stampfattacke. Der verwandelt sich ja auch immer so zu einem Hammer, ne? Ist etwas, was alle möglichen Leute natürlich in dem ersten Part schon feststellen. Oh, das ist ja süß. Das ist ja süß und knuffig. Yoshi wird sofort zum Hammer, sobald er eine Stampfattacke macht und den Bullet Bill kann ich hier rückwärts schießen, oder wie? Ja, ist klar. Ja, oder dass Yoshi Räder bekommt, wenn er losrennt. Das ist so knuffig, das ist so wundervoll. Ja, und mir ist es halt eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, wurscht. Wumpe ist es. Nein! Ja, das war so klar. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Ding zu wenig, um hier annähernd durchzukommen, oder? Ja, hä? Okay, hier gibt es definitiv noch mehr. Da oben kann man bestimmt irgendwie lang. Was? Okay, das Ding kommt einfach wieder. Irgendwas sagt mir, dass dieser Pinguin mich irgendwie abholen sollte. Aber ich glaube nicht, dass ich da sofort hochspringen kann. Von daher vertrauen wir mal darauf, dass die Entwickler nett waren und nicht sofort irgendwelche Scheiße gebaut haben. Bis hierhin haben wir ja noch alles. Fehlt nur noch eine Wunderwolle. Ich kann mal versuchen, so da hochzukommen. Aber nee. Aber bislang habe ich ja noch alles. Dementsprechend brauche ich mir nicht so viele Sorgen zu machen. Es sei denn, es kommt jetzt ein Weg, der natürlich nur in eine Richtung geht, so wie der hier. Wundervoll. Meine Befürchtungen gehen natürlich immer nach hinten los. Und wenn natürlich auch immer direkt war. Ah, immer die schlimmsten. So. Jetzt keine Scheiße bauen. So wird das... Oh. Also, man kann Scheiße auf verschiedene Arten definieren. Ja. Hoffentlich spawnt die wieder die Plattform. Oh, die ist wieder da, die Plattform. Hoffentlich spawnt sie wieder, da ist sie ja wieder. Ah, willkommen zurück. Ja, ist wundervoll. Ich mag die Passage irgendwie nicht. Nicht wirklich. Ah, danke schön. Du hast mir meine perfekte Serie irgendwie zerstört. Ach, hier, knallt einfach gegeneinander. Dann habe ich da auch kein Problem mit. So, einmal da etwas freisprengen. Ach, guck mal, jetzt kann ich mir noch ein paar Herzen holen. Wunderwolle! Und umgebracht!
Aber es sieht sehr danach aus, als ob es da wirklich zum Ende kommt. Das ist auch sehr beruhigend. Okay. Das Level hätten wir dann auch fast geschafft. Ey, das sind echt solche Konzentrationslevel. Da muss man sich voll konzentrieren, dass man jetzt nicht irgendwie... Ja, was weiß ich. Ah, komm. Mach's halt wieder so. Dass man jetzt nicht irgendwie etwas verpasst. Klar, das ist des Öfteren so. Aber hier ist es halt einfach nochmal mit Zeitdruck verbunden. Jedenfalls an dieser einen Stelle, wo man ja eine einzelne Plattform hat. Da kann man sich halt nicht alles erlauben. Und wo ist jetzt bitteschön meine liebenswerte Melone? Die liebenswerten Melonen, oh. Achso, ich hatte noch eine. Ah, und die spawnen an sich schon wieder, okay. Komm, Yoshi. Friesmelone. So. Ja, kann man ja immer wieder mal gebrauchen. Aber ich stelle mich auch gerade echt dumm an in diesem Level. Das ist mir klar. Oh. Ah, natürlich! Ja, toll. Jetzt macht das Spiel wieder keinen Spaß mehr. Ich hasse diese Plattform. Hier sterbe ich jetzt einfach einmal zu oft, das ist klar. Wow. Wenn der Pinguin dann bitte aufhören könnte, mich zu bumsen. Ah. Ja, aber die Tatsache, dass es kühler geworden ist, die Tatsache ist erstens nicht wahr. Weil einfach mal in den nächsten Tagen verdammte 40 Grad angesagt sind. Ich denke mir einfach nur so, 40 Grad, ihr habt ihr kein Leben, ey. Die Wettergötter, die sind wieder alles am Bestimmen und denken sich, ja, ey, ich weiß auch nicht, ey. Die Deutschen, du, ne? Die leben viel zu weit nördlich. Da schicken wir die auch mal, schicken wir denen auch mal eine warme Brise. Eine Brise... Wobei eine Brise ist ja eigentlich immer so, ist eigentlich immer mit Kühlen verbunden. Ja. Wie, welche Ironie. So. Und jetzt bitte nicht, Yoshi. Bitte nicht sterben, okay? Bist ein guter Yoshi. Oh, voll süß mit seinen Bäckchen da. Mit seinen voll fetten Bäckchen, die fett gefressen sind. Ah, natürlich. Kann ich an der Stelle gebrauchen, Yoshi? Kann ich an der Stelle voll und ganz gebrauchen. Fahren wir nochmal hoch. Einfach weil du so kompetent bist an der Stelle. Ah. Gut. Vielleicht sollten wir hier die Sprünge auch ein bisschen gescheiter einsetzen. So. Ey, diese Stelle vor allem. Diese scheiß drei Pinguine, die werde ich erstmal in die Hölle brennen. So, ich brauche Pinguine allein für so einen Kack. Dann brauche ich Pinguine allein für so einen Kack. Dann brauche ich Pinguine für so einen Kack. Ja, die brauche ich doch bestimmt wieder, den Kack, oder? Für die letzte Blume. Gibt es hier nicht noch einen Diamanten? Oder habe ich davon schon alle? Ah, nee, okay, die Stempel habe ich alle. Diamanten, sage ich auch noch. Ja, Diamanten sehen auch eigentlich komplett anders aus, oder? Das sind halt eher solche Schmucksteine. Aber ich sag halt eher Juwelen oder, keine Ahnung, Edelsteine dazu. Das habe ich schon oft gesagt, ne? Ja, habe ich schon oft gesagt, okay. Habe ich auch schon so oft gesagt, dass es wahrscheinlich jedem klar ist, was damit gemeint ist. Gut, ja. Machen wir mal mit dem... Bla, 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 bla. So. Erstmal wieder gescheit sprechen lernen. Machen wir mal mit dem nächsten Level weiter. Dem Boss-Level. Ich bin echt gespannt, ob ich das jetzt in 10 Minuten schaffe. Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, ich bin wieder komplett raus aus der Story hier. Frost-Yoshi. Klingt schon mal schön. Das sieht interessant aus. Das Gesicht hier auf der Burg vor allem. Eisberg-Sniffet-Schloss. Eisberg-Sniffet-Sniffet-Schniffet. Es gab ja mal die Sniffet-Show in Paper Mario Stickers da. Da kann ich mich jetzt nicht ganz so erinnern. War das nicht so eine Art Wer wird Millionär? Oder war das Jeopardy? Ich weiß es nicht. Irgendwas so in der Art wahrscheinlich, ne? Ja, keine Ahnung. Ich hab's nicht erfunden. Wer hat's erfunden? Der Sniffet. So, da ist der Sniffet. Wobei die mit den einzelnen Masken ja eigentlich Snuffles heißen. Nicht Sniffets. Da gibt es klare Unterschiede, meine Freunde.
Sniffit und Snuffit sind nicht dasselbe. Die muss man klar auseinanderhalten. Das ist so, als ob man sagen würde, gut, ja, jetzt fällt mir auch kein passendes Beispiel dazu ein. Als ob man sagen würde, da fällt mir echt nichts zu ein. Okay, das war's anscheinend an der Stelle. Das war ein ziemlich kurzer Bereich. Jetzt kommt hoffentlich direkt der Boss. Da würde ich mich drüber freuen. Oh, das sieht gar nicht gut aus, wenn ich mir diese Klötze anschaue. Okay. Ich habe ja schon mal über die Werbung von Yoshis. Über die Werbung von Yoshis Woolly World geredet. Ach, da könnte man jetzt wieder drüber lachen, ne? Über dieses Wortspiel, das einfach zweideutig war. Hatten wir aber schon. Nur, ich habe neulich deutsche Werbung von Splatoon gesehen. Und ja, die war, ich würde nicht sagen, okay. Da gab es auch so ein Wortspiel im Sinne von, jetzt wird nicht geklotzt, sondern gekleckert. Ja, kann man ruhig mal bringen, warum nicht? Nur, was sie halt in der USA-Werbung gebracht haben, das ist, wow, das ist schon gefährlich. Das ist ja eigentlich nur peinlich, was Nintendo da gebracht hat, oder? Meine Güte, you are killed, you are squid. Das ist, das war schon vielleicht ein bisschen zu hart. Was habe ich jetzt eigentlich eingesammelt? Ah, ich habe nichts eingesammelt. Ich würde aber auch noch gerne, ja, lebendig bleiben. Und nicht bei lebendigem Bleibe irgendwie zerstampft werden. Ja, aber es läuft doch gut. Es läuft doch hier an der Stelle läuft es echt prima. Stirb. So. Weil bisher kann ich mich echt nicht beschweren. Ja, das war klar. Das habe ich mir sogar gedacht. Ich kenne schon langsam so die Verstecke auswendig. Also nicht auswendig, aber ich kann mir halt schon denken, wo die einzelnen Verstecke liegen. Da ist was. Was wollt ihr jetzt von mir? Komm, Yoshi, du kommst da hoch. Ja, meine Frage ist, wie soll ich da hochkommen? Oh, das ist ja direkt mal eine Wolke, die uns nach oben bringt. So, entweder ist es ein geheimer Weg, der uns weiterführt, oder ein geheimer Raum, der uns nicht weiterführt. Da ist etwas. Ja, wobei, hier wäre man doch sowieso hingekommen. Irgendwie. Irgendwann, irgendwo. So, aber hier müssen wir auf jeden Fall gut timen können. Denn ganz so einfach scheint das hier nicht zu sein. Wenn wir unten langlaufen, dann ist natürlich alles in Gefahr. Unten ist definitiv ein schlechterer Weg. Bisher läuft echt alles gut. Ich kann mich nicht beschweren. So, den Weg will ich jetzt eigentlich auch im besten Fall nicht nachprüfen. Das machen wir auch an der Stelle mal nicht. Da bin ich zu faul für. Nö, warum? Okay, der klotzt jetzt einmal noch dahin. Dann klotzt er noch einmal und dann ist er auch schon direkt weg. Zack, und dann sind wir oben bei der Blume. Ah, aber wir kommen ganz gut voran. Hier ist auch schon direkt die nächste Wunderwolle. Ja, ist auch prima. Ich kann mich nicht beschweren. Es sei denn, ich werde sterben. Ja, das passiert auch. Ah, wundervoll, wundervoll. Ein Tod, wie er im Buche steht. Ein Heldentod. Der Tod eines Helden. Der Tod einer Legende. Die Legende des Yoshis. Ah, Yoshi und der Stein der Weisen. Und Yoshi war dabei noch nicht mal ein Weiser. Also jedenfalls dieser Yoshi. Ja, wir reden ja nicht von Harry Yoshi. Ja, aber oft so, der kann bestimmt auch genauso oft sterben, oder? Harry Yoshi. Dann kommt später noch Dumble Schnuffel hinzu. Ah, so witzig sind wir heute mal wieder. Dumble Schnuffel. Der müsste dann ja eigentlich auch so direkt so einen langen Bart haben, so ein Bart haben, der aussieht wie... Oh, guck mal, hier haben wir direkt mal die nächste Blume. Die will ich haben. Und da gibt es drei Stempel auf einmal. Ach, deswegen. Ja, das ist eigentlich... das ist der zweite Anhaltspunkt der Legende. Nur der bußfertige Yoshi wird bestehen.
Der bußfertige Yoshi. Der bußfertige Yoshi. Das ist tatsächlich echt so eine Stelle, falls sich jemand den dritten Teil von Indiana Jones angesehen hat. Ey, du bist verrückt, wenn du dir das mal anhörst, ey. Klar, ich weiß nicht, ich glaube, das war die erste Prüfung irgendwie. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Und wie Indy da die ganze Zeit einfach nur, die ganze Zeit so wiederholt, du, der bußfertige Mann wird bestehen. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Ja, und das hat er dann so oft wiederholt, das hat sich schon fast lächerlich angehört. Klar, der war unter Druck, weil das ist eine tödliche Situation, in der er sich befand, aber, das war schon, so für den Zuschauer an sich schon ziemlich komisch. Ja, wie viele Nazis natürlich. Ja, wie viele von denen da umgekommen sind? Waren das überhaupt Nazis? Waren das schon... Im ersten Teil gab es die auf jeden Fall, ne? Von Indiana Jones. Okay, hier dürfte ich mich einmal kurz reinbegeben. Einmal ducken. So, und das ist auch direkt mal die letzte Blume. Ja, auf jeden Fall, ist schon ziemlich witzig, die Stelle gewesen. Gut, dann fehlen uns ganze 3 Stempel. Ich kann mir vorstellen, dass sie an dieser einen Stelle sind, wo wir gerade, ja, nachgeguckt oder wo wir nicht nachgeguckt haben, wo ich gesagt habe, ja, dann machen wir dann beim nächsten Mal oder ich habe da jetzt keinen Bock drauf oder sonst wie was. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ja, tut mir leid, ich habe gerade so ein paar Probleme damit, auf die Uhrzeit zu schauen. Es hätten noch 28 Minuten sein können, nicht 26. Noch einmal kurz Popschutz richten. Ah, damit hat man echt ab und zu mal Probleme, ne? Hört sich das eigentlich jetzt komplett anders an, oder? Meine Güte. Ja, Kamek, kannst du ruhig mal... kannst du schon mal anfangen, Kamek? Wenn du willst. Du gehst mir langsam auf die Nerven. Ach, nee. Heute mal kein Wortspiel im Gepäck. Hey, du da, mit der Jacke. Leg diesen Yoshi auf Eis. Es war wenigstens kein Wortspiel mit... Stoff. Ah. Oder Wolle oder irgendwie. Oder irgendwas anderes mit Textilien. Gut, wir kämpfen jetzt gegen einen Sniffet, der ziemlich gut atmen kann. Du machst sehr viele Atemübungen, habe ich recht? Wow. Er kann sogar eigene Leute schießen. Wenn so einfach mal die weiter. Oh, irgendwas sagt mir, dass es nicht ganz so einfach ist. Jetzt drauf, ne? Okay. Ich kann seine Füße attackieren, ihn dann aufs Eis legen. Also ich kann ihn selbst aufs Eis legen. Also der selbst schafft das irgendwie nicht, mich aufs Eis zu legen. Aber dann habe ich wenigstens herausgefunden, was wir hier machen müssen. Er hat eine Schutzbarriere, die ihn jetzt so, ja, schützt. Das sieht man ja. Bestehend aus Eis- oder Alufolie. Ich tippe mal eher auf Alufolie. Weil die ja so sicher ist. Nee, nicht Alufolie. Nicht Alufolie. Was war das? Plastikfolie. Ja. Alufolie. Da könnte man beispielsweise... Ich glaube, mit Alufolie konnte man doch, ich glaube, Strahlen abwehren, oder? Radioaktive Strahlung. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich da an irgendwas. Wow, aufpassen. Aber ich glaube, das wird uns in diesem Kampf nicht sonderlich weit helfen. Ach komm, du kannst dich beim nächsten Mal so anstellen. Jetzt habe ich keine Eier mehr. Jedenfalls nicht genug, um ihn aufs Eis zu legen. Aber ich glaube, das reicht schon mal aus. So, dann schmeißen wir noch einmal da drauf. Einmal schön auf den Kopf tanzen. So, dann haben wir nochmal 2. Der wird bestimmt noch ein paar loslassen. Noch ein paar Sniffles von der Leine lassen. Der sieht ja schon fast aus wie so ein Alien. So ein Alien, so mitten in der Eiswüste, der gerade so angekommen ist. Mit seiner Gasmaske. Tss. Gut. War's das dann? Eine Eisbarriere. Ist mal was Originelles. Okay, ja, ist es ziemlich eindeutig. Ich kann auch in der Luft stehen. So, dann schmeißen wir den noch 3-mal aufs Eis. Und das dürfte es dann auch gewesen sein, ja.
Ist ein bisschen schade, dass die Gegner direkt nach drei Treffern tot sind. Aber jetzt werden wir endlich erfahren, wohin Carmack in die letzte Welt flüchtet. Also, ob das jetzt wirklich der Schrank ist, wie ich es gedacht habe, oder ob das jetzt einfach eine weitere Insel ist, die irgendwie aus dem Nichts erschienen ist. Ja, vielleicht, also die Welt kann natürlich auch auf dem Schrank sein. Das würde ich gar nicht mal so abstreiten. Doch, es könnte auch auf den Schrank sein. Aber irgendwie im Schrank drinne, das hätte so einen düstereren Eindruck. Das hätte so einen Eindruck, als wäre es wirklich so ein bisschen so versteckt, so geheimnisvoll, so bedrohlich in der Dunkelheit. Aber das werden wir jetzt nachprüfen, das werden wir jetzt sehen. Denn wenn Carmack flüchtet, offenbart er sein Versteck. Okay, wir haben den Eismelonen-Trickanstecker erhalten. Ob er jetzt so viel bringt, das wissen wir nicht. Werden wir später noch erfahren. Und wir haben Sniffed Yoshi oder Eissniffed Yoshi gefunden. Zusammengehäkelt. Davon haben wir jetzt schon einige, ne? So, Carmack. Ja, wobei... Er macht tatsächlich irgendwas mit dem Schrank. Er baut es in ein Schloss um. Oder er kippt es um. Ja, doch. Das sieht interessant aus. Okay. Aber so wie es aussieht, ist dieses Schloss eine eigenständige Area. Oder ist es jetzt schon direkt das... Das muss jetzt noch eine letzte Welt sein. Ja, genau. Tatsächlich. Die letzte Welt befindet sich im Schrank drinne. Finde ich ja schon irgendwie geil. Wie viele Level gibt es hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Gibt es hier ein Bonuslevel? Natürlich kann ich nicht am Bleistift, am Buntstift vorbei. Ja, genau. Nee, eins wird ein Bonusspielchen sein. Ich gehe mal davon aus, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der letzte Boss dann irgendwie hier aufzutreffen ist. Ja, okay. Dann machen wir beim nächsten Mal mit der letzten Welt von Yoshi's Woolly World weiter. Seid dabei. Tschüss und bye bye.